Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich Ali gefunden und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir jetzt hier wieder herauskommen, ohne erwischt, nee, nicht herauskommen, sondern die Kammer der Wache finden, ohne erwischt zu werden. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wo er eigentlich hin will. Nein? Soll es da reingehen? Okay, er kommt mit. Ich habe aber keine Ahnung, wo die... Achso, doch, da. Moment, zeigt mir das ja an. Die Frage ist nur... Hier durch oder rechts durch? Oder gar nicht hier entlang? Nee, das ist über mir. Ach so. Moment. Kann man nicht irgendwie von hier, dass wir hoch konnten? Doch, meine ich doch. Ja, Essen. Essen ist immer gut. Jetzt ist nichts mehr drin. Na super. Ich war zu gefräßig. So, wir müssen auf jeden Fall etwas höher und auf dieser Etage sollte das theoretisch dann sein. Da hinten. Okay. Der Typ schleicht immer noch da unten rum, das ist gut. Die Wachkammer ist hinter dieser Tür. Wo kommt der jetzt her? Lass das. Alter, wieso kamen die jetzt von hinten? Willst du mich verarschen? Ich bin hier so schön am... Hallo? Ich bin hier so schön am Schleichen? Und irgendwas scheint er gemacht zu haben, dass die uns von hinten irgendwie hier gerade... Oh. Junge, Junge, Junge. Es muss doch auch gehen, ohne dass man hier erwischt wird, oder? Die sind auf der anderen Seite. Ah, da oben steht einer. Da stehen zwei. Schön, dass der eine Typ nicht hier reinkommt. Sie sind hier drin! Wir haben nicht viel Zeit. Rächt sie auf! Ali! Ich hab's gehört! Da drüben, bei der Rüstung! Beeilung! Gefunden! Bring das zu Roshan, meiner Meisterin. Sie ist bei deinen Leuten an der Wassermühle. Ich halte die Wachen auf. Geh jetzt! Ja, ich halte die Wachen auf, indem ich hier einfach abhaue. Nein, du sollst... Nein, spring! Lauf! Lauf! Oh, du dummes Ass! Ich schaff's du nicht! So ist es! Hörst du? Ey, spring bloß kein bisschen hoch, kein Thema. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Das überraschst du nicht, nein! Doch, geh runter, 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 runter. Lass dich runterfallen, Mann! Es ist mir egal. Einfach runter. Loslassen. Da hinten ist irgendwie eine Wache oder so, keine Ahnung. Lauf, schwimm. Mach, was du willst. Die Wachen sind weiter auf der Suche nach mir. Bis sich das ändert, sollte ich nicht zu Ali stoßen. Das wäre zu gewagt. Dein Ernst jetzt? Da hinten sind noch welche... Oh, ist das jetzt dein Ernst? Jetzt kann ich hier wieder... Ich schau mal, wie ich hier wegkomme. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Da
Das ist dann wieder das nächste. Da hinten läuft einer. Ja. Ich hoffe mal, dass ich hier oben erstmal ein wenig sicher bin. Ich schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich soweit frei bin, dass ich jetzt wieder zu Ali zurückkehren kann. Bis gleich. Irgendwie ist das jetzt gerade ein sehr schönes Bild. Ich wünschte mir, ich wüsste jetzt noch, wie man... Ah, ja, ich hab's. Wie man das ein Foto machen kann, wollte ich gerade sagen. Kann man hier so ein Stück zurück, so, zack. Eigentlich habe ich gerade ein Foto gemacht. Ah, jetzt macht das, okay. Schade, dass man das nicht bearbeiten kann. Oder kann man das mit L bearbeiten? Ich weiß es gerade nicht. Naja, egal. Da muss ich mich später nochmal mit auseinandersetzen. Weil Fotomodus ist ja etwas gewesen, was ich immer sehr gemocht habe. Egal bei welchem Spiel. Ja, ich habe es endlich geschafft. Es hat ein paar Tage gedauert, weil ich leider nicht so die Zeit hatte. Und immer wieder nur zwischendurch durchgucken konnte. Wir haben, wie man unten rechts sieht, den dreifachen Aufsehensstatus oder wie sich das nennt. Der ist endlich weg und wir sind auch schon fast am Zielort. Hier muss ich richtig sein. Und dann, wo ist Ali? Wo wir mit Ali sprechen sollen, wollte ich gerade sagen. Ehre, wem sie gebührt. Dieser Mann war es, der mir in meiner dunkelsten Stunde half. Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige. Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben. Doch zuerst müssen wir ihr Ende schreiben. Komm. Wie ich sehe, kennt ihr euch schon. Nur flüchtig. Doch die Nacht ist jung und es gibt viel zu besprechen. Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt. Unsere Mittel sind begrenzt. Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst. Später. Teile dein Wissen über El-Khul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Ja. Eure Angelegenheiten vor den meinen. Aber nur dieses Mal. El-Khul schickt den Gefängniswärtern Anweisungen, wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll. Aber er setzt nicht nur Gefangene ein. Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter. Sieht so aus, als hätte El-Khul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen. Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mes'ud al-Yakub. Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen. Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit. Die meisten davon sind Perser. Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben? Und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Bashi! Er spürte eine der Grabungen von El-Khul auf, gab sich als Gefangener aus. Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos. Trotzdem haben die Wachen versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Ich spaltete einen Schädel und floh. Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück. Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat. Nichts. El-Khul wird in der Karawanserei sein. Ich hörte die Wachen davon sprechen. Natürlich. Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast. Wenn Mes'ud Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab. Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann. Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten. Dann wird er schwer zu übersehen sein. Es ist Zeit, Basim. Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben. Basim? Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können, doch dieser Tag gehört Basim. Sieh es als Teil unserer Abmachung. Basim? Ich bin bereit. Dann komm mit mir. Ich
weiß nur nicht, wofür. Also, was ich genau machen muss. Komm, Basim. Fall geschlossen. Das ist immer schön. Hinweis entdeckt. Gespräch mit Ali und mit Roshan oder sowas stand da. Ich habe mir übrigens ein schwarzes Pferd gekauft. Komm, wir müssen los. Ey, ich habe mir ein schwarzes Pferd gekauft. Wieso kriege ich jetzt den hier? Eile ist geboten. Ein Ordensmitglied. Wieso kann ich mein Kamel nicht nehmen? Nah, Basim. Und wie bei jenen zuvor und auch bei den künftigen wird der Tod El-Khuls gerecht sein. Dies ist ein Mann, der die Verzweifelten und Entrechteten ausnutzt. Und diese Gräueltaten werden weitergehen. Denn El-Khul ist nur ein Rädchen in einem größeren Getriebe der Zerstörung. Solange dieses sich dreht, ist es das erklärte Ziel der Verborgenen, es zum Stillstand zu bringen. Heute wirst du deine Hand, deine Klinge, in den Dienst dieses Ziels stellen. El-Khul mag dein erstes Ziel sein, aber nicht dein letztes. Daran glaube ich fest. Und an dich. Sei dir gewiss, dass du mich trotz meines Gleichmuts und meiner harten Lektionen beeindruckt hast. Die Präsenz des Ordens in Bagdad und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut, solange du die Spitze unseres Speeres bist. Ich habe vor, genau das zu bleiben. Deiner Führung verbunden, Meisterin. Geschäftig wie ein Bienenstock. Komm, fasse die Prüfung ins Auge. Händler, Vieh, Karawanen von überall her. Und ich dachte, El-Anbars Märkte seien verworren. Wo Verwirrung herrscht, gibt es Chaos. Und Chaos kann Gelegenheiten bieten. Sieh, welche Möglichkeiten sich auftun. Sei bereit, aber geduldig. Und vertraue deinem Gefühl. Dort auf dem Balkon ist Mas'ud. Genau wie von Ali beschrieben. Ich sehe ihn. Nun geh. Benetze sie mit dem Blut des Gefällten. Ich komme zu dir, wenn es getan ist. Du wähnst deine Grausamkeiten gut versteckt, El-Rul. Weil du die Unbedeutenden wählst, deren Schreie, wie du weißt, ungehört bleiben. Auf deinen Wink gruben sie, durch deine Hand starben sie und wurden wie Abfall weggeworfen. Und nur, um in der Wüste ein Artefakt zu suchen. Noch jetzt feilst du in der Sicherheit der Karawanserei um Fleisch. Deine Opfer sind meist in Ketten und ausgehungert. Es wird Zeit, dich einem freien Mann zu stellen. Eliminiere Al-Ghul. Al-Ghul, der sich als Mas'ud al-Jakub herausgestellt hat, ist ein Mitglied des Ordens, das sich an den Verzweifelten und Machtlosen bereichert und sie dazu zwingt, aus unbekannten Gründen in der Wüste zu graben. Dies gelingt ihm unter anderem dadurch, dass er als bekannter Besitzer einer Seifenmühle in aller Stille Wanderarbeiter anwerben kann, die sich in ihren Lebensunterhalt davon versprechen. Diese Geschäfte wickelt er in der Karawanserei ab. Suche nach Ablenkungsmöglichkeiten, um ihn herauszulocken. Okay, kann man sich das angucken oder... Nein, man muss das wieder wissen. Ja, ich hoffe mal. Das Feuer hat für Aufruhr gesorgt. Ich werde zusehen. Was siehst du? Welche Bühne? Das wird sowieso totales Desaster, ich weiß es jetzt schon. Da ist ein Eingang, das ist schon mal gut. Ich wollte das eigentlich markieren. Ah, genau.
Da kommen wir rein. Händlergruppe. Der ist quasi hier bei dem Balkon. Ne? Draußen sind überall Wachen. Die gucken natürlich auch noch alle in die falsche Richtung, aber die sind alle relativ nah, relativ weit auseinander, finde ich. Na, zumindest teilweise. Der guckt hier raus. Ich nehme mal an, ich kann... Geduld, Disziplin. Und wenn sich die Gelegenheit zeigt, ergreife sie. Mhm. Okay, ich wollte es jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit drin haben, aber es ist eigentlich ganz praktisch. Unten zeigt er was an, oben zeigt er die Wachen an. Ablenkungsmöglichkeit. Da meinen die ihn mit. Was dauert so lange? Ich weiß es nicht. Was verzögert deine Abreise, Sadiq? Jemand namens Mesut hielt es für nötig, meine Waren zu begutachten. Also warte ich nun. Was glaubt er, wer er ist? Was hast du denn dabei? Ich frage nur, damit ich es für dich holen kann. Das würdest du tun? Es wäre mir ein großes Vergnügen, diesen Mann zu verärgern. Es geht um eine Kiste mit Seide und Gewürz. Bereite dein Kamel vor. Ich sehe, was ich tun kann. Wenn ich diesen Händler zum Gehen bewegen kann, könnte sein plötzlicher Aufbruch El-Hul herauslocken. Sind wir morgen Abend noch hier. Der könnte ihn herauslocken, okay. Bring dem Karawanenvorsteller... Boah, heute geht's aber auch. Den beschlagnahmten Gegenstand. Lass deinen Blick schweifen. Hier ist eine Truhe, aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Truhe ist, die er sucht. Ah, nee. Das ist quasi neben ihm unten links. Okay. Schauen wir mal. Ich guck mal hinten, ob ich da reinkomme. Und dann müssen wir quasi versuchen, durch ihn jetzt noch eine Ablenkung hinzukriegen, damit er rauskommt. Kiste mit Seide und Gewürzen. So viele davon kann es hier nicht geben. Hey! Okay, links ist eine Wache, die nach rechts guckt. Na, geh da raus! Komm! Über mir sind Wachen. Oh, 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 oh. Oh, da sind zwei Wachen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Stehen hier auch noch so blöd rum? Nein, nein, du bleibst schön hier. Bleib stehen. Oh, können die nicht einfach weitergehen? Nein, natürlich nicht. Die müssen natürlich genau dahin kommen, wo ich jetzt gerade rumlaufe. Ich komme direkt nach dem Morgengebet. Bitte sei pünktlich. Was, was, was? Ich komme direkt nach dem Morgengebet? Worum geht's denn hier? Ja, es ist nicht dein Ernst, dass die jetzt die ganze Zeit nicht da waren und jetzt, wo ich den Typen getötet habe, jetzt plötzlich hier hin müssen. Oh Gott. Ist noch eine Wache? Dass wir nicht da hochgehen. Na, komm. Hat der noch was dabei? Nein.
Okay, oh, hier oben sind auch nochmal zwei Wachen. Ich wollte nämlich eigentlich jetzt von hier aus auf die andere Seite und dann da wieder runter. Der guckt in meine Richtung, oder? Jetzt nicht mehr, okay. Ja, was ist mit dir? Läufst du jetzt hier rum? Weil der lief jetzt gerade so... So. Ja, ist ja gut. Den auch nochmal eben ausschalten. So, gut. Dann können die mich... Ne, der hatte noch was zum Tragen. Die mich auf jeden Fall schon mal nicht sehen. Da hinten ist auch noch einer. Komm, geh da hoch. Ja! Oh, wer hat mich denn da jetzt gerade gesehen? Also, ich muss hier auf jeden Fall gleich runter. Da sind zwei Wachen. Die natürlich jetzt beide nebeneinander stehen müssen. Oh, ihr Hühner, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich da reinkomme. Jetzt in meine Richtung. Das heißt, wenn, dann muss ich da auf jeden Fall rumschleichen, wenn die in eine andere Richtung gucken. Frage ist nur, brauche ich den unten? Die sind auch am Hin- und Herlaufen. Komm, jetzt oder nie. Komm, komm, komm. Hey, du. Ja, du. Was? Ich reiß dir die Gedärme raus. So dumm ist keiner, uns anzugreifen. Nein, stimmt, so dumm ist keiner. So, komm mal mit. Du siehst ein bisschen müde aus. Ich würde sagen, ich tue dich mal irgendwo anders hin. So. Dann ist der hier alleine. Und ich habe eine Kernherausforderung abgeschlossen. Sehr schön. Ach ja, ich liebe es. Ich liebe es. Gut. Wir müssen auf jeden Fall da runter. Irgendwo habe ich... Ach so, genau, da hinten hatte ich was gesehen. Was haben wir denn hier? So. Das sind die Messer. Jetzt die große Frage. Wer ist jetzt unten? Und wo sind die zwei Typen? Weil die stehen jetzt natürlich alle hier. Ja, komm. Oh, fuck. Oh, fuck. Hey, was? Nieder mit dir! Ist der dumm oder was? Baden wir in.
Ja, komm ruhig hoch. Wo ist der Typ jetzt? Hä? Ist er jetzt hier hochgeklettert oder was? Ach, da drin. Da drin sind jetzt drei Wachen? Kommt der jetzt mal hier runter oder nicht? Ist der jetzt da oben am Gucken oder was? Hä? Der war doch gerade doch hier unten an der Treppe. Wieso krabbelt der jetzt da oben rum? Also turnt der jetzt da oben rum? Ich verstehe es nicht. Und warum sind jetzt hier unten auf einmal so viele Wachen drin? Das verstehe ich auch nicht. Wenn ich dir zuvor komme. Augenblick. Natürlich nicht, wenn er so saudämlich ist. Warum haut der hier oben, wenn ich extra auf den Attentat drücke? Ich verstehe es nicht. Oh, nee, ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich hätte ja eigentlich nur noch das Ding klauen müssen, aber nein. Nein, er will es wieder nicht. Er will es wieder nicht. Echt. Jetzt auf einmal kann es funktionieren, oder was? Oh Gott. Komm, noch einer. Los, Leute. Oder macht die Alarmbereitschaft weg. Eins von beiden. Also komme ich natürlich jetzt nicht nach unten, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, sonst hast du keine Probleme. Ist klar. Ist klar. Ablenkungsmöglichkeiten. Okay. Hier kommen wir nicht rum. Da kommt die Wache gerade wieder. Ich stehe hier ganz, ganz schlicht. Ganz schlicht. Ja, jetzt nimm ihn endlich auf, mein Gott. Wie oft muss man Y gedrückt halten? Okay, das ist nicht da, wo ich ihn hin tun wollte, aber das muss jetzt erstmal reichen. Etwas Musik, um den Geist zu besänftigen? Nein, danke. Wir machen es anders. Nein, wir können es nicht anders machen. Ach, ist das blöd. Er kommt nicht bis hier. Aber die stehen so blöd nebeneinander.
Was ist da los? Was? Ich muss dich mal eben irgendwo ablegen, wo man dich nicht so sieht. Entschuldige. Oh. Ich hoffe, das war nicht wertvoll. So. So, geh doch mal weg da. Truhe plündern. Tragen. Achso, das war das von ihm, oder? Ein kräftiger Geruch. Das muss die Kiste des Karawanenhändlers sein. Ja, ja, ja. Aber wie kriege ich das Ding jetzt da hoch? Beziehungsweise übers Wasser? Lass ihn! Ist jetzt Schotter wird sich schon bald um ihn kümmern. Ein schwungvolles Lied, gefällig? Nein, ich kann leider nicht ablenken lassen mit dir. Ist das schlimm, wenn die Sachen nass werden? Ich habe keine Ahnung. Das war hier, ne? Ja, geh, los! Ist der dumm? Hä, wo ist die Kiste jetzt hin? Oh, ist das nicht der Ernst? Wo hat er die Kiste denn jetzt hingestellt? Hä? Ist das jetzt dein Ernst? Wo ist die Kiste? Muss ich jetzt hier alle Wachen töten, damit ich durch die Tür durchspazieren kann? Oder wie verstehe ich das jetzt? Ist die jetzt wieder deine Ecke oder was? Hä? Hey! Eine Kostprobe unserer Musik gefällig? Ja, kann ich leider nicht. Ich habe keine Dinger mehr hier. Die ist tatsächlich wieder hier. Ich glaube, Takt. Muss sie nach draußen bringen, aber das kann ich natürlich nicht mal eben so machen ohne, ne? Also wenn da die ganzen Wachen rumlaufen. Eine merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Jemand sollte etwas unternehmen. Oder ist nur eine Wache? Du gesagt. Wie wagst du es mit mir zu sprechen? Suche nach einer Ablenkung. Diese zwei Männer streiten sich laut, aber nicht laut genug. Wie könnte ich das steigern? Die beiden waren sich jetzt nicht am Streiten, oder? Ich guck mal eben hier drin. Ah nee, das ist der Typ von draußen, glaube ich, ne? Bestich eine Gruppe. Ja, toll, ich hab die. Oder sind das die, die ich... Ah doch, die habe ich einmal geklaut. Verhaltet euch ruhig. Wie kann ich euch denn folgen? Hallo? Da stand doch gerade auch der Gruppe folgen. Mann! Nein, nein, lass das Ding doch mal liegen. Oh mein Gott. Weitermachen. Der ist zu blöd, denen die Münze zu geben. Ich glaub's nicht. Ah,
Hallo, gib ihm doch einfach diese beschissene Münze. Ich glaub's nicht. Muss ich das jetzt 20 Meter davon entfernt ablegen, damit der mal auf die Idee kommt, die Münze abzugeben, oder? Oh, das ist so blöd gemacht. Eine Ablenkung wäre gut. Beachtet mich nicht. Nein, ausnahmsweise eliminiere ich dich nicht. Mein Magen macht immer so komische Geräusche. Okay, wo war der Typ jetzt? Komm zurück auf den Pfad des Friedens, Sadiq. Führe ein besseres. Nein, ich komm nicht her. Wieso hat der mich überhaupt erkannt? Das finde ich nicht nett. So, der Typ, der war irgendwo da ganz vorne, ne? Ich hoffe jetzt nur, ohne dass da Wachen in der Nähe waren. Oh, natürlich. Nee, das sind keine Wachen da hinten, oder? Doch. Ist es das? Ist das deine Kiste? Ja, tatsächlich. Die Wachen haben sie dir gegeben? So könnte man sagen. Sehr gut, sehr gut. Ich muss dich entlohnen. Du siehst aus wie ein Mann, der gerne isst. Wie wäre es mit ein paar Gewürzen? Heute nicht, nein. Aber ich möchte dich bitten, lauthals deine Abreise zu verkünden, sodass Mas'ud es bemerkt. Ha, wir sind Brüder im Geiste. Ich danke dir, Sadiki. Du hast hier nichts zu suchen. Okay. Achso, folge dem. Okay. Okay. Geh weg. Hey, stopp! So ist es. Hörst du? Oh, wollt ihr mich denn verarschen? Ich sag das wahr. Oh, ist das dein Ernst? Kann der Typ trotzdem noch mal lauter halt sagen, dass er da ist? Ich sehe hier nichts. Mit mir. Ich häute dich, wenn ich dich finde. Boah, das ist nicht dein Ernst. Ja, ja, Sahib. Es ist nicht dein Ernst. Das lief so gut. Jetzt kommt die Karawane hier. Die Trotteldeppen-Karawane kommt jetzt hier wieder raus. Oh. Der eine Typ wird mich sehen, wenn ich den einen jetzt eliminiere, ne? Kein Grund, sich aufzuhören. Wie tief die Großen gesunken sind. Mhm.
Die bewegen sich. Du stehst nicht mehr auf. Ja, jetzt geh doch einfach darüber. Mein Gott, ist das denn so schwer, geradeaus rumzugehen? Zu mir. Mein Gott. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Folge dem Karawanentypen. Ja, toll. Mein Bekanntheitsgrad ist ja noch nicht groß genug. Aber anscheinend sind die anderen jetzt endlich weg soweit. Ich schau mal eben nach. Unter mir ist... da hinten sind noch welche. Unter mir ist noch einer. Da ist der Karawanentyp. Die Frage ist nur... Ist Bagdad zum Schlachthof geworden? Ja, dreh dich. Allah verfluche dich. Keine Achtung für das Gesetz. Ach, ihr könnt mich mal. Geht einfach weiter. Und nein, in diesem Spiel habe ich keine Achtung vor dem Gesetz. Das ist richtig. Ach, jetzt kann ich nicht mehr. Nein, das ist nicht euer Ernst, oder? Nee, der steht jetzt da hinten. Okay. Ja, hi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich konnte Katze streicheln und ich durfte mich hier nicht bewegen. Scheiße. Also ich darf nicht anhalten, besser gesagt. Das wird El-Khul nicht verborgen. Ich werde nicht unterboten. Findet ihr es irgendwo günstiger? Sagt es mir. Und ich lasse diesen Händler verprügeln. Meine Kunden verlassen mich mit einem zufriedenen Lächeln und immer noch vollen Geldbeutel. Nein, geh da hoch, du Idiot. Oh, ist das dein Ernst? Wieso komme ich jetzt hier nicht hoch? Du willst mich verarschen. Du willst mich wirklich verarschen. Jetzt ist der Typ hier. Ans Eingemachte. Und dieser Vollidiot natürlich auch. Er sieht mich aber, wenn ich da hochlaufe, oder? Oh, da kommt jetzt nicht der Nächste. Du willst mich doch verarschen. Geht mir nicht auf den Sack, Leute, ganz ehrlich. Ach, Mann. Es lief alles so schön. Kann ich ja noch was holen? Diesmal ja. Okay. Gleich. Oh!
Allah verfluche dich. Wende deinen Hass nach innen, Mas'ud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein, 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 nein. Das sind Gaben. Dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja, du magst ein Verborgener sein, aber nicht nur. Was? Attentäterkonzentration. Wenn du dich nicht in einem Kampf befindest, kannst du mit R die Attentäterkonzentration auslösen. Oh, um eine perfekte Attentatsequenz auszuführen. Während der Attentäterkonzentration aktiv ist, kannst du mit RB wählen, welche Gegner du angreifen willst und deine Wahl mit A bestätigen. Basim führt die Attentatsequenz dann automatisch aus. Mit Attentaten aus dem Hinterhalt füllst du den Konzentrationsbalken wieder auf. Oh, das ist neu. Cool. Nihal. Basim. Komm zu Sinnen. Die hartnäckige Suche El-Khuls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges. Nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El-Khuls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen. Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In aller Mut
hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich Al-Ghul tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden. Erlaubst du mir eine kurze Pause? Ich will eine alte Freundin aufsuchen. Nihal, ich erinnere mich. Sie ist dir wichtig, nicht wahr? Ja. Doch in unserem letzten Gespräch sagte ich ihr das Gegenteil. Und das verursacht Schmerz. Also los, heile diese Wunde. Du findest mich im Bruderschaftshaus in Kharbia, wenn es geklärt ist. Ob das wirklich Nihal war? Ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen ist. Vielleicht nach Hause, nach El Anbar. Ja, das werden wir in dieser Folge auf jeden Fall nicht mehr herausfinden, sondern erst in der nächsten Folge. Aber ich befürchte, dass ich dafür wahrscheinlich auch... Oh, 1276 Meter. Ich schätze, dass ich dafür wahrscheinlich auch erstmal... Ja, lass mich doch mal was bewegen, bitte. Nee, suche zu Hause nach Nihal. Ah, ich muss es nicht ablegen. Ich könnte theoretisch mit diesem Aufsehensgrad jetzt in der Gegend herumlaufen. Wir müssen mal gucken. Wahrscheinlich ist sie irgendwo da, wo viele Wachen sind. Das wäre natürlich wieder negativ. Sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge dann, weil diese Folge ist schon sehr lange geworden, da man mich ja dann am Ende doch entdeckt hat, obwohl ich zwischen den Leuten gelaufen bin, was sehr ärgerlich ist. Und mal wieder habe ich volles Kopfgeld. Naja, was sollte ich auch anders erwarten von einem Spiel, was es irgendwie darauf auslegt, dass man, obwohl man nicht wirklich gut durch die Stadt kommt, irgendwo drei Poster finden soll, die übrigens sehr schwer zu finden sind. Also man sieht sie, wenn man in der nahen Umgebung ist, habe ich festgestellt. Aber das war dann auch schon alles, weil man sieht alles andere nämlich nicht mehr. Wenn man weiter weg ist, kann man die Poster nicht finden. Ich habe einen durch ganz, ganz blöden Zufall mit einem Adler gesehen. Habe dann stundenlang gefühlt über der Stadt rumgekreist und kein zweites mehr gefunden. Und naja... Es sind halt wesentlich mehr Wachen dann auch unterwegs. Ich habe auch gelesen, dass dann zusätzlich Bogenschützen noch auf den Dächern stehen und halt so ein übler Kerl irgendwie oder mehrere, die Stadt durchforsten nach einem, die dann noch mal heftiger sind. Und was soll ich sagen, das hat mir dann zwei Tage lang Kopfzerbrechen bereitet, weil ich halt weder die Münze habe, um jemanden zu bestechen, keine gefunden habe. Ich habe auch mal versucht, ein bisschen zu klauen. Ja, und die Poster dann auch bis heute nicht gefunden habe. Ich hoffe, dass ich morgen trotzdem weitermachen kann. Wir werden sehen. In der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.